Hallo meine Freunde, Zarok wieder hier mit dem Let's Play Bravely Second. Wir sind in einem komischen Luftschiff und wollen jetzt mal schauen, wer denn hier auf dem Boden liegt. Hallo. Hey, are you okay? Oh, thank heavens, she's just unconscious. There must be something around here I can use to wake her up. Okay. Liegt hier was rum? Da. Da ist was. Ether. Da ist noch was. Supertrank. Okay. Ich kann. Okay, das ist falsch. Du hast da ein bisschen was in der Brust stecken. Okay. Ist nochmal ansprechen? Zurück zur Idee. Vielleicht. Da ist auf jeden Fall was. Upp. Stimmt, die Magnolia. Da war ja was in der letzten Folge. Die Blüte. Die Blüte. Das könnte etwas erklären. Ich weiß nämlich, wer das ist. Also ich kenne den Namen. Wer sie genau ist, weiß ich dann trotzdem noch nicht so. Wirklich. The fragrance of the magnolia is able to rouse anyone from slumber. Où suis-je? Qui êtes-vous? Come again? Oh dear, you don't understand me, do you? No, I understand. Forgive me. Oh, my head is still spinning. Here, try this. This is... It's a flower. A magnolia, to be exact. Take a deep whiff. It'll help clear your senses. You're giving this flower to moi? But we've only just met. Of course, you're the one I picked it for. Alors. Are you crying? What's wrong? Je vais bien, ne t'en fais pas. Thank you. I shall cherish it forever. Now you're making me blush. I'm you, by the way. What's your name? My name? I'm Magnolia. Magnolia Arch. Magnolia? Like the flower? Yes, like the flower. What a coincidence, no? I'll say. Come with me, Magnolia. There's someone I want you to meet. Idia! Finally, you're awake! Just as the all-you-can-eat cake buffet was about to begin. Talk about sweet dreams. And now this strange airship? Wait, maybe I'm still dreaming? The cake! You're not dreaming. I knew it was too good to be... Who's that? Well, to make a long story short... What? So she just fell out of the sky? That's right. So, where exactly do you come from? Where exactly? Well, in not so many words, I'm from the moon. The moon? You're pulling our leg, right? Mais non, I'm très sérieuse. The moon is... was... my home. It was all but destroyed, you see. This is why I've come to your world. To seek vengeance against our enemy. Vengeance? Yes. The fiend hides itself within that flying castle. The Skyhold? That's where we're going to. Our enemy is there also. And so is a friend who needs our help.
Ah, Lavash! But you must let me go with you. Lavash? I mean, we must? Our destination is the same. Why not travel as one? And I accepted your flower, no? I'm stronger than I look. What do you think, you? Well, she doesn't look like an Imperial spy or anything. I say the more the merrier. You have a point. Let's make it official then. I'm Idia Lee. Pleased to meet ya. And I'm you. Eugenie Olja. Welcome aboard, Magnolia. Oh, and we can't forget you know who. I have heard everything, my friends. All of us, you have a little girl. This is Her Holiness, Pope Agnes. She's the one we're gonna rescue. A pleasure to meet you, Agnes. I'm Magnolia Arch. Magnolia, you will lend your strength to Idia and you, yes? I offer my sincerest thanks and ask that you please take good care of my dear friends. But of course, leave you to me. Idia, Agnes, I will think of you as my beautiful sisters. The sun will be up soon. Let's catch a few more winks and set off at dawn. You know a shortcut to Central Command, yes? I sure do. It's a bit chilly, though. Good thing I'm used to the cold. Ha! That's the spirit, Magnolia! You can count on moi. Okay, erster Kontakt, Wille. Okay. Der Mond! Sich vom Mond ist es ein bisschen seltsam, aber okay. Ah, das ist... Okay. Ja, 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 sagt mir schon alles. Quatsch. Das ist quasi der Aufbaupart wieder. Von dem Spiel. Das war ja im letzten Teil schon. 60 Minuten. 5 Stunden. Okay. Bau erstmal die Brücke wieder auf. Ich habe aktuell nur einen. Der braucht jetzt ein bisschen. Oh Gott, das wird wieder... Ach, das ist wahrscheinlich wieder so toll, dass man alles möglich... Was passiert, wenn ich L drücke? Ja... Okay. Und ich kann halt ranzoomen und rauszoomen und... Was auch weg. Kann ich auch da... Ich kann nicht einfach so drüber scrollen. Okay. Also die bauen da jetzt Zeug. Das wird wieder darauf hinauslaufen, dass ich wieder den 3DS anlasse und nur zuklappe in Standby. Dann bauen die nämlich weiter. Solange man den anlässt. So. Jetzt machen wir aber weiter. Wo müssen wir hin? Jetzt müssen wir da hin. Was ist Magnolia eigentlich für eine Klasse? Wahrscheinlich immer ein Freiberufler, ne? Ja. Und sonst... Was denn jetzt? Status angucken. Ach ne, ich muss ja einfach nur... So rüber. Kann ich mir ein Statut? Du hast gar nichts. Wenn du trägst einen Speer. Ich finde es interessant, dass ihr Waffen... ein Speer ist. Lassen wir erstmal so. Was ist das? Okay. Damit haben wir jetzt schon 3 Charaktere. Finde ich gut. Aber ich habe immer nur noch einen Job. Das ist so... Nee. Nee, ich hätte gerne ein paar mehr Jobs. Langsam, aber sicher mal. So. Gehen wir in den nächsten Dungeon. Hat ja ein bisschen auf sich warten lassen. Huch. Eishöhle. Erinnert mich an Final Fantasy 9. And I thought the moon was called. Grin and bear it. Tis is waiting for us on the other side of these caves. No pain, no gravy, everyone. But I can feel the monsters all around us. Let's be on our guard. Mais oui. Then I should tell you how to use this. An hourglass? That and much more.
It is an ancient relic passed down by my people with the power to store time energy. By unleashing that energy, one can, for the most fleeting of moments, stop the flow of time. Stop time? Well, that's amazing! I've never heard of anything like it! Use it wisely and it will serve us well. But why not press the start button in battle and try it out for yourself? Okay, das ist Bravely Second. Okay. Das gab's aber auch schon im ersten Teil. Nur da war es nicht irgendwie in die Story eingeflochten, da war es einfach ein Teil der Kampfmechanik. Ja, und es braucht NSP maximal 3. Ja, man sollte es sehr bedacht einsetzen. Und man konnte es, glaube ich, auch. Genau. Nein. Man kann sich SP auch kaufen. Nutzen? Nein. Ach nee, ja, man kannte sich diese Tränke auch kaufen. Und was ist das eigentlich für ein fucking Artwork da unten gewesen? Magnolia im Badeanzug. Okay. Warum auch nicht? Wobei, das Artwork kannte ich schon, weil ich durch das Artbook geblättert habe. Schon. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Was soll das? Okay. Was haben wir denn hier für Gegner? Und ich werde mir das übrigens so mehr für Bosse aufheben. Hallo! Eisprinzessin, okay. Okay, gucken wir erstmal. Okay. Wir haben nichts gemacht in der ersten Runde. Habe ich irgendwas dabei gegen Schlaf? Ja, danke. What the fuck? Hör auf damit. So. Zwei Charaktere wieder frei. So. Nein. Weglocke auf Idea. Und dann kannst du mal in die Eisprinzessin. Moment. Eisprinzessin. Fällt mir was ein. Der Magie Lodan. Was Effekt bei Identifizieren hat der selben Gruppe? Hä? Hey. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Warum kann ich, muss ich Lodan jetzt. Ich guck mal, was jetzt passiert einfach. Egal, ich bin gerade etwas verwirrt. So. What? Ach shit, Reflex ist an. Ich bin ein Idiot. Wow. Ich bin ein Idiot. Zieh dir mal bitte einen Trank rein und dann hau da einfach drauf. Danke, go. So. Wow. Das war echt clever von mir. Nicht wirklich, aber okay. Find's auch übrigens schön, dass ich jetzt so zwei Hau drauf Vibe hab. Na super. Auf damit! Und dann noch halt Yu, der anwesend ist. Ja, 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 die geben hier schon ganz ordentlich. Vor allem ziemlich viel ziemlich viele Jobpunkte mit 5. Okay. Wo will ich denn jetzt lang? Links rum? Das war eine Truhe. Ja, und das war der optionale Gang. Augentropfen. Yay. Du, 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 du. So. Gehen wir hier oben lang. Ist hier irgendwas? Da ist was. Ein Trank, der einfach so auf dem Boden liegt. Okay. Was auch immer dieser Trank hier macht.
Okay, die haben eben Reflektzauber da. Aber ich glaube... Moment. Ich jetzt... Lodern. Zauber ohne Seelenmagie. Gucken wir mal. Ach so, wenn ich den Zauber mit Seelenmagie mache, dann kann ich ihn nur einmal einsetzen. Alles klar. I see. Verstanden. Das hatte ich bisher noch nicht drin gehabt irgendwie. Das sollte reichen. Ja. Okay. Ja. Nett, nett. Nett, nett, nett. Ist doch schön. So. Du, 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 du. Die Musik ist gerade ein bisschen creepy. Aber gut. So. Die Gruppe fühlt sich mutig. Anders ausgedrückt, wir haben einen Brave-Punkt. Yay. Machen wir nur Angriffe. Ich glaube, die sind jetzt nicht wirklich das Problem, die Gegner hier. Und go. Mal ganz schnell. Ja. Er hat gerade Reflekt auf mich selbst gemacht. Cool. Interessant. So. Also bei den Gegnern muss ich wirklich darauf achten, wenn ich gegen die kämpfe, dass ich, wenn Erstschlagszauber mache oder halt Zauber, die mich nicht unbedingt zu hart treffen. Weil die Reflekt machen können. Wie ich instinktiv den richtigen Weg gegangen bin. Rundschild. Du hast, glaube ich, aktuell den... Ihr beide habt nicht sonderlich... Wer hat denn die weniger Abwehr? Was bist du? So. Wie ging das eigentlich nochmal mit zwei... Man konnte doch auch... Muss ich nochmal nachsehen. Man konnte man nicht auch Waffen beidhändig anlegen, was beim Speer ziemlich gut war. Oder, ich glaube, das war eine Fähigkeit. What the fuck bist du denn? Hi. Hackt bei identischen Zielen innerhalb derselben Gruppe. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich meine jetzt einfach mal... Seelenmagie. Ach so. Ich könnte jetzt Seelenmagie dran heften. I see. So, aber da das ein einzelner Drache ist und ich auch Feuer habe, knüppeln wir da einfach mal drauf. Hallo. Mit dem Crit erstmal drauf, das ist wunderbar. Okay. Den habe ich mir jetzt stärker vorgestellt. Das war jetzt nicht so tragisch. Tatsächlich. Schauen wir mal hier weiter. Weil ein Dungeon ist immer was Schönes. Weil die Dungeons sind immer recht hübsch hier. Auch wenn es ziemlich unlogisch ist, dass da keine Wände zu sehen sind. Aber naja. So, unten scheint es weiterzugehen. Das heißt, die nächste Abzweigung werde ich dann mal in die andere Richtung quasi nehmen. So. Frosty. Die Magie hebe ich mir mal besser noch ein bisschen auf. Denn ich tippe mal, dass ich am Ende dieses Dungeons gegen einen Boss kämpfen muss. So. Die sind so schön stark, die beiden Mädels. Das ist Wahnsinn. Die geben richtig gut Erfahrungspunkte hier. So. Okay, da unten. Dann gehen wir jetzt nach rechts erstmal. Dann da ist eine Sackgasse. Da hatten wir ein Gegengift. Yay. Eins, was ich eben verbraucht habe. Level 5 bis 9 ist hier auch angesagt eigentlich. Ich bin gerade mal Level 6. Central Command is swarming with enemies, no? Perhaps even this Kaiser is among them. Do we truly stand a chance? Well, to be honest, I can't say for sure. But we have to try. If we fight together with all we've got, everything will be gravy. We'll awaken Tiz, then rescue Pope Agnes, and take out the Kaiser as our final coup! Everything will be gravy? Right. This time they'll get what's coming, and we'll make everything right. This will be our coup de gravy. Coup de gravy? Que bon mot! It's like the words of Luxendark and the Moon have become one. It is?
But of course, j'adore. Coup de gravy, coup de gravy. Well, I'm glad you like it. Now, let's be off, everyone. Let's go, allons-y. Allons-y. Okay. Warst du so lange du kannst? Musst du schon eine Reise nach Türkenstein Hütten aufgestellt hat? Ja, ich hab keine. Für eine kleine Gebühr. Hm. Geteilstation. Nice. Aber warum wird mir das jetzt gesagt? Oh, die schon wieder. Gib mir nicht auf den Geist. So, dann werde ich jetzt auch einmal mit einem Blitzzauber quasi, also mit einem dem Wurf. Der Wurf steht blablabla. Wie hieß es? Wurfpfeil. Ist ja ein Geschwindigkeitszauber quasi, der immer als erstes kommt. Wow. Okay. Nicht gedacht, dass er beide one-hittet. Ja, Tiss, Quatsch, Tiss. Yu kann doch schon ein bisschen was, aber er hat kaum noch Mana. Muss ich aufpassen. Muss ich aufpassen. So. Da oben war eine Kiste. Wo muss ich jetzt lang? Rechts rum? Ich weiß es nicht. Und das sind viele Gegner. Da werde ich tatsächlich einen damit mal raushauen. Weil zwei kriegen die Mädels auf jeden Fall platt. Oder meistens. Komm's. Huch, warum ist er auf einmal schneller? So. Ich finde es so interessant, dass wenn der Gegner stirbt, dass die Angriffe dann auf die Gegner verteilt werden. So. Wünschelrute erlernt. Was war das nochmal? Ich habe nur eine halbe gelernt. Sehr schön. Was war Wünschelrute nochmal? Da muss ich jetzt tatsächlich mal gucken. Du kannst eigentlich das auch mal reinhauen. Stimmt, das war sowas. Kann man mal reinmachen. Jetzt habe ich nämlich unten eine Anzeige, dass ich hier noch drei Kisten habe. Aber ich glaube, das bezieht sich auf den gesamten Dungeon, nicht nur auf diese Map. Glaube ich zumindest. Wir werden es jetzt gleich feststellen. Es hört sich irgendwie ganz ein bisschen komisch an die ganze Zeit. Wenn so knisterndes Eis quasi die ganze Zeit hat. Okay. Hallo ihr. Das war ein Hinterhalt. Nice. Ich bin fast tot. Nutzen wir das mal kurz. Schmeißen ihn mal im Trank rein. Damit er jetzt gleich nicht aus dem Latschen kippt. So. Zum Glück ist das der Schwachpunkt von denen. Ich kann ihn damit rausnehmen sofort aus dem Kampf. Okay. Nice. Gut, ich glaube, ich würde mal sagen, ich sollte mal heilen. So. Ja. Ich kann nicht mehr oft die Fähigkeit einsetzen von Yu. Weil ich nicht so viele Äther habe. Die nicht unbedingt alle aufbraten möchte. Wo bin ich jetzt? Oh Gott. Hi ihr. Könntest du bitte... Natürlich nicht. Ich würde gerne... Danke. Gerne abhauen. Das hätte mir nämlich zu viel HP gefressen. Hier oben, da geht's weiter. Okay. Ist hier eine Truhe. Mit einem Äther.
Den kann ich tatsächlich gleich mal gebrauchen. Jetzt sind wir hier unten. Hier haben wir jetzt erstmal nervige Gegner, die ich mal kurz fertig mache. So, ganz normal als Lodern. So. Und go. Den erstmal weg, weil der nervig sein könnte. Und die war. Waren schnell besiegt. Ah, der Zauberer reicht gleich. Also Yua reicht gleich mit dem Zauberer die nächste Stufe, was ganz nice ist. So. Dann haben wir nichts. Das heißt, ich habe da hinten eine Truhe vergessen. Nee, das war das. Ja. Das ist nicht gut. So. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklatschen, weil ich ausnahmsweise mal den richtigen Weg gegangen bin. Furchtbar. Nee, das ist jetzt nicht gut. Kann ich nicht eigentlich auch... Nee, kann ich nicht. Fliehen ist immer nur einmalig. Los, go. Könntet ihr bitte... Danke. Ich sollte Yu doch mal kurz heilen. Warum ist mir das eigentlich mit der komischen Hütte gesagt worden? Vorhin, das irritiert mich. Moment, lass mal kurz rauszoomen. Da ist... Steht aber keine Hütte. Hoppala. Merkwürdig, warum ist mir das gesagt worden? Ja. Einen erstmal nur. Ich habe aktuell noch nicht das Geld, um mir so viel zu leisten. So, jetzt will ich mal kurz gucken, da unten muss noch eine Kiste sein. Du, 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 du. Nee, geht weg. Wir sind eine einfache Gruppe. Nein, ihr seid eine nervige Gruppe. So. Das sollte gehen. Und go. So. Au. Das hat wehgetan. Ein Punkt noch, dann hat Yu ein Level up, quasi für seinen Job. Okay. Super. Map erkundet. Ich bin tatsächlich für 300 Geld, weiß nicht, was PG heißen soll, zurückgelatscht. Der Fuck. Suchen wir mal ganz normal, ganz normales Lodern. Eins. So. Okay. Gut. Das war ein Aufgabe. Job Level up. Schandverteidigung. Ist das das, was ich denke, was es ist? Eine Fähigkeit, die ich jetzt aktuell noch nicht großartig nutzen sollte? Ja. Ja, ja, ja. Noch nicht. Dafür habe ich noch nicht. Ich habe noch keinen Heiler. Keine richtigen. Ich habe nur halbe. Und das ist aktuell noch nicht so nützlich. Obwohl, es ist nützlich, weil ich quasi drei Personen gleichzeitig heilen kann. Aber trotzdem. What the fuck? Könnt ihr mal aufhören zu spawnen? Ihr seid nervig. Gucken wir mal, ob wir jetzt drei Stück hinkriegen. Oder ob ich jetzt meine Charaktere umbringe. Schön. Na super, einmal daneben gehauen ist schon scheiße. Okay. Die Idee krittet einfach ein bisschen rum, dann passt das schon. Level up, Level 6, Level 7 und Yu hängt schon wieder hinterher. Wow.
Okay. So. Ach so, die Dinges zählt auch als Kiste, quasi. Das ist gut zu wissen. So. Was haben wir jetzt hier oben? Hallo, du da.